Human Design, your unique business, dein einzigartiges Unternehmen, weil es in der neuen Zeit wichtig sein wird, deine Individualität zu leben. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Video. Heute der Start einer neuen Serie, und zwar geht es um dein einzigartiges Unternehmen und oder dein einzigartiges Leben. Eben deinen Leben, deinen ureigensten Sinn geben. Ich habe hier auch noch dazu geschrieben, nutze deinen Bauplan gemäß Human Design, um dich zu verwirklichen. Und das ist kein Tippfehler, denn es geht darum, dass wir wirken mit dem, was eben in uns veranlagt ist, was unser Lebenszweck ist, warum wir in dieser unserer Inkarnation inkarniert sind. Beginnen wir mit dem Thema die neue Zeit. Warum die neue Zeit? Was ist die neue Zeit? Wann kommt die neue Zeit? Ich meine, wir merken es ja schon seit einigen Jahren, dass irgendein Umbruch eingeleitet wird. Und konkret wechselt 2027 das globale Kreuz der Planung zum Kreuz des schlafenden Phönix. Und spannend daran ist, im Kreuz selbst ist jeweils ein Kanal definiert, und zwar im Kreuz der Planung ist jetzt der Kanal 3740, Verhandler oder auch Gemeinschaftssinn, definiert, und im Kreuz des schlafenden Phönix wird dann der Macherkanal definiert sein. Also da geht es dann um Aktivität, um Ausstrahlung, um wirkungsvollen Ausdruck der eigenen Lebenskraft. Der eigenen Lebenskraft. Das heißt, auch alle sakral nicht definierten Menschen werden immer wieder mit diesen Thematiken auch konfrontiert werden, mehr als jetzt. Jetzt haben wir eben Gemeinschaftssinn, diese Balance von emotionaler Verbundenheit und entschiedenen Arbeitseinsatz in der Gemeinschaft. Und Planung und Struktur und Ordnung, und dann kommt der Phönix mit ganz individuellen Thematiken. Ich habe dir auch eine Tabelle gemacht, beziehungsweise die gibt es auch schon im Diskussionsforum, in unserem Diskussionsforum gibt es einen ganzen Beitrag schon zu diesem Wechsel der Kreuze. Und zwar war jetzt so für 400 Jahre ungefähr war jetzt das Kreuz der Planung aktiv, global gesehen, und 2027 wechselt das jetzt in den schlafenden Phönix. Und ich habe dir hier zusammengeschrieben, und diese Tabelle hast du auch schon in unserer Facebook-Gruppe. Ich werde sie auch im Forum dann noch einstellen. In der Facebook-Gruppe habe ich sie schon gepostet. Das heißt, hier kannst du dir anschauen, im linken Bereich ist eben das, was jetzt im Ausklingen ist, und im rechten Bereich ist dann das, was kommen wird. Aufgegliedert nach Sonne, links ist die unbewusste Sonne, rechts ist die bewusste Sonne, links ist die unbewusste Erde, rechts ist die bewusste Erde. Jeweils beim Grünen ist es eben jetzt das Kreuz der Planung, beim Blauen ist es dann in Zukunft das Kreuz des Phönix. Also konkret, in der unbewussten Sonne ist dann das Tor 55, die Fülle. Im Emotionalzentrum, da geht es um Individualität, also individueller Schaltkreis und Wissensschaltkreis. Und in der bewussten Sonne ist dann definiert das Tor 34, da geht es um Stärke, ist im Sakralzentrum individueller Schaltkreis wieder und hier jetzt dann integrieren, also im Integrationsfeld. Und in der Erde, im zukünftigen Kreuz, ist dann im unbewussten Erde ist das Tor 59 definiert die Intimität, Sakralzentrum, Gemeinschaft, Schützen. Das heißt, da kann es auch ganz in die Tiefe immer wieder gehen. Das ist das Thema von 59, diese Intimität jetzt nicht nur sexuell gesehen, sondern überhaupt generell grundsätzlich. Die Nähe zulassen, mit anderen in Kontakt treten und wirklich intim werden, jetzt auch von den Befindlichkeiten her, eben nicht nur sexuell gesehen, sondern eben auch wirklich in die Tiefe gehen. Mit Thematiken wirklich nicht nur oberflächlich, auf der Oberfläche kratzen, so wie es jetzt manchmal vorkommt, sondern dann wirklich diese Tiefe auch zulassen.
Und in der bewussten Erde ist dann eben das Tor 20, die Gegenwärtigkeit ist im Kehlzentrum, auch wieder im individuellen Schaltkreis und im Integrationsfeld. Also du siehst, wir haben im grünen Bereich, haben wir bei den unbewussten Toren Gemeinschaft kooperieren. Bei den bewussten Toren haben wir kollektiv verstehen. Da ging es eben um Zusammenarbeit, um verstehen und verstehen wollen. Und es ging um Gemeinschaft und Kollektiv. Und jetzt beim schlafenden Phönix haben wir drei von vier Tore vom Inkarnationskreuz im individuellen Schaltkreis. Das heißt, es wird individueller, aber auch für die Gemeinschaft. Ich habe es dir noch anders dargestellt, und zwar in Form von den Inkarnationskreuzen im Rad. Das heißt, links hast du wieder das noch aktuelle bestehende Kreuz, dass du auch siehst, es ist oben eben in der Kehle ein Tor definiert. Es ist der Gemeinschaftssinn rechts drüben zwischen emotional und Ego definiert. Und es ist unten beim Sakralzentrum nach unten ist eben das Tor 9 definiert. Und das wechselt jetzt eben rüber zum Kreuz des schlafenden Phönix. Und da haben wir dann den Macherkanal definiert. Und vom Sakral zusätzlich noch weggehend das Tor 59. Und vom Emotionalzentrum her ist das Tor 55. Das heißt auch, dass du dir das mal wirklich optisch auch wirklich vorstellen kannst, und du siehst auch die von den Schaltkreisen her eben die anderen Farben auch von den jeweiligen Schaltkreisen gesehen. Also es verändert sich wirklich sehr stark. Was noch Anlass war für dieses Video ist eben, ich habe 2019 einen Workshop gemacht, also den ersten Workshop, den ich hier jetzt auf YouTube veröffentlicht hatte, und da gab es ein Video über Prosperität, wo ich eben sagte, dass der bewusste Jupiter wichtig ist und alle Tore mit Linie 3. Es bleibt dabei, aber ich möchte es etwas relativieren, und zwar der Jupiter ist auf jeden Fall wichtig, und hier möchte ich auch noch die Chinkis mit reinbringen. Mehr über die Chinkis findest du im Blog. Bei den Chinkis gibt es unbewusste Jupiter ist Culture oder eben Kultur, und der bewusste Jupiter ist die Prosperität. Mit der Aussage eben, alle Tore mit Linie 3 arbeite ich persönlich fast nie, weil das große Ganze meist wichtiger ist. Und ich möchte in den nächsten Videos, also heute nur ein kurzer Überblick, warum, weshalb, und dann wird es einzelne Videos zu einzelnen Themenbereichen geben, um dir eben die Ahnung einer Idee mitzugeben, worauf es wirklich auf ankommen wird in dieser neuen Zeit. Zu den Chinkis. Ich habe dir hier meine Chinkis dargestellt, und du siehst hier jetzt auch den Verlauf, wie man mit den einzelnen Thematiken arbeiten sollte. Das heißt, es gibt drei große Themenkomplexe, sind auch verschiedenfarbig eingezeichnet. Und zwar haben wir zuerst die Aktivierungssequenz. Das ist jetzt exakt auch das Inkarnationskreuz. Da ist oben Lebenszweck. Dann geht es nach rechts rüber, das Grüne zur Evolution, nach links zur Ausstrahlung und nach unten zur Bestimmung. Und dann die nächste Sequenz ist dann die Venus-Sequenz, da geht es um Liebe und Beziehungen. Das ist jetzt dann das Rechte, was nach oben führt. Und das letzte ist die Pearl-Sequenz, und die führt zur Prosperität. Das heißt, da kommt jetzt von der Venus-Sequenz was, da kommt von Aktivierungssequenz was, dann kommt noch die Kultur dazu, um dann in Summe in der Mitte die Perle zu ergeben. Das heißt, Prosperität ist ein Tor, ein definiertes Tor in einer definierten Linie, aber um es wirklich in seiner vollen Intensität ausleben zu können, braucht es zuerst diese Aktivierung. Also zuerst die Aktivierung, das Aufarbeiten der Venus-Sequenz, die Thematiken, die da hochkommen, um dann eben wirklich auch diese Perle auszugraben, auszubuddeln, zu finden und auch wirklich zulassen zu können. Das heißt, darum jetzt auch eben dieses Video, weil ich in letzter Zeit, also seit ich das vorige Video gedreht habe, ziemlich viel auch mit Inkarnationskreuz und Venussequenz gearbeitet habe, und es ist einfach wichtig. Und darum möchte ich es hier jetzt eben auch
nochmal dezidiert mit dazu erwähnen. Das heißt, sie sollten genau in dieser Reihenfolge nicht nur durchlaufen, sondern auch abgearbeitet werden. Und mehr dazu findest du im Blog unter der, in der Kategorie Jinkies. Das heißt, da habe ich die einzelnen Sequenzen schon, ich glaube, voriges Jahr oder vor 2 Jahren beschrieben. Und auch wieder aus meiner Sicht, da habe ich noch dazu geschrieben, ich muss noch mehr mit Venus-Sequenz arbeiten. Wie gesagt, ich arbeite seither wirklich ziemlich intensiv mit all diesen Thematiken aus der Venus-Sequenz, um eben wirklich dann diese Prosperität auch wirklich in seiner vollsten Fülle genießen zu können. Weil Fülle ist Thema im neuen Inkarnationskreuz, im Globalen. Das heißt, das jetzt nur so als Background für dich auch, dass du weißt, wie komme ich auf das Ganze. Ich möchte jetzt in diesem ersten Video noch beim bewussten und beim unbewussten Jupiter bleiben. Und zwar, es geht da um die Linien des unbewussten Jupiters. Du siehst hier die Darstellung aus 64 Keys aus dem Business-Bereich. Und noch ein paar Worte dazu, und zwar Unternehmenskultur ist jetzt eben diese Culture, die von, aus den Jinkies wäre eben die Unternehmenskultur. Wie sollte denn Unternehmen aufgebaut sein? Das heißt, du hast eben 64 Keys selbstbestimmt und eigenständig ganz unten, das wäre die Linie 1. Ich habe hier jetzt nur dazu geschrieben EPU, also Ein-Personen-Unternehmen. Das sind so die typischen Solopreneure. Also die jetzt auch wirklich alleine etwas aufziehen und wirklich selbstbestimmt und eigenständig eine Firma gründen, ein Unternehmen gründen. Bei der Linie 2 haben wir in der 64-Keys-Darstellung in Partnerschaft mit dem Zweiten und ich habe dazu geschrieben mit Sparringpartner. Das heißt, es muss jetzt nicht eine echte Gemeinschaft, also eine echte Partnerschaft sein, die jetzt auch auf dem Papier als Partnerschaft existiert. Das kann auch so in Form von Buddy oder Sparringpartner sein. Das heißt, dass du jemanden hast, der, mit dem du dich austauschen kannst. Wenn du im unbewussten Jupiter eine Linie 2 in deinem definierten Tor definiert hast. Bei der Linie 3 haben wir in 64 Keys in kollegialen Gemeinschaften und ich habe da jetzt auch noch dazu geschrieben, familiäre Teams Pentas. Das heißt eher kleine und familiäre Teams, also mit Ehepartner, Partnerinnen oder eben mit Kindern und so. Menschen mit Linie 3 in der Culture sind eben auf eher familiärer Basis auch zusammenarbeiten. Linie 4 hast du in 64 Keys Darstellung im Netzwerk. Ich habe dazu geschrieben, Freunde, Inner Circle. Das heißt, in allzu großen Unternehmen werden sich höchstwahrscheinlich Menschen mit einer Linie 4 im unbewussten Jupiter nicht so wohlfühlen. Also von daher auch, das sind jetzt so diese ganzen Network-Marketing-Menschen. Die sind zwar in einer großen Organisation, aber haben ihren Mentor, ihren Sponsor, ihre Mentorin, ihre Sponsorin. Das heißt, da geht es wieder um Freunde und da sind die Meetings und man trifft sich immer wieder. Und es gibt eben einen Inner Circle und dann gibt es die Upline und die Upline und die Upline. Also so typische Netzwerke. Bei der Linie 5 im unbewussten Jupiter steht bei 64 Keys in größeren Organisationen und ich habe dazu geschrieben, unterschiedliche Tribes verbinden. Das heißt, da geht es jetzt eben nicht nur in größeren Organisationen, sondern eben, dass man eventuell kleine Teilbereiche miteinander verbindet, unterschiedlichste Tribes oder eben Communities miteinander verbindet. Also mein letzter unselbstständiger Job war im größten österreichischen Schulungsinstitut, das eben österreichweit agiert. Dann gibt es da unterschiedlichste Teilbereiche und wir waren dann wieder eine eigene Maßnahme, wo aber wieder 4 Standorte waren. Das heißt, und ich war auf einem Standort als Koordinatorin eingesetzt und hatte auch Bezug zu den anderen Standorten, auch zu den anderen Standorten von anderen, von
andere Einschulungsinstitut und auch diese Verbindung mit Gemeinde, mit Ämtern, mit Bezirkshauptmannschaft, mit Kooperationspartnern. Also diese Linie 5 in größeren Organisationen, jetzt nicht nur, ich bin jetzt Buchhalter und sitze mit 5 anderen in einer Abteilung, sondern auch dieses Wirken auf einer anderen Ebene und auch wirklich Verbinden von unterschiedlichsten Interessensgebieten und Themengebieten. Bei der Linie 6 im unbewussten Jupiter haben wir eben der 64-KISS-Darstellung situativ flexibel. Und ich habe dazu geschrieben, Systeme verbinden Imperium. Das heißt, wenn sich jemand jetzt global und über allem stehend ein eigenes Imperium aufbaut und unterschiedlichste Systeme verbindet, das wäre dann eben Linie 6. Kommen wir jetzt eben auch zum bewussten Jupiter. Es geht wieder um die Linien der jeweils definierten Tore im bewussten Jupiter. Und ich habe hier rechts unten wieder die Darstellung gemäß 64-KISS reingestellt, also konkret meine Darstellung. Und wieder einige Anmerkungen dazu. Wenn wir wieder bei der Linie 1 beginnen, Linie 1 ist solide, existenziell. Ich habe noch dazu geschrieben, Reserven und Kontostand. Das heißt, da geht es wirklich darum, dass sich diese Menschen am wohlsten fühlen und auch am erfolgreichsten und wohlhabendsten werden, wenn sie eben immer irgendwelche Reserven im Petto haben. Also ein Leben am Limit ist für Menschen mit einer Linie 1 im bewussten Jupiter ein Ding der Unmöglichkeit. Also damit können sie nicht glücklich, damit sind sie nicht glücklich, werden sie nicht glücklich, können sie nicht glücklich werden. Die brauchen ein Plus am Konto oder eben irgendwelche Reserven für den Notfall. Bei der Linie 2 geht es darum, lenkend beeinflussend. Ich habe dazu geschrieben, mit Ressourcen anderer arbeiten. Das ist jetzt so im ganzen Finanz- und Vermögensberatungssektor, aber auch zum Beispiel Finanzen und Bilanzen in Institutionen und Organisationen. Also wirklich mit dem Geld, mit den materiellen Dingen von anderen Menschen arbeiten, um selbst auch wohlhabend zu werden. Sich nicht bereichern an dem, sondern dadurch, dass man das kann und das wirklich exzellent macht, dann wirklich auch selbst auch entsprechend entlohnt zu werden. Bei der Linie 3 im bewussten Jupiter ist investierend genießend. Das heißt, hier ist dann schon eine etwaige eigene Risikobereitschaft, aber kalkuliertes Risiko. Das heißt, hier kann es auch sein, dass jemand eben sich einen Kredit aufnimmt, um in ein Grundstück, in ein Haus, in was auch immer zu investieren, aber wissend, dass es sich ausgehen kann. Also jetzt nicht so wie der Lebenskünstler dann bei 6 ist, aber schon, es ist, du siehst, es ist irgendwie wieder ähnlich. Also 3 und 6 sind ähnliche Themen, wobei beim der Linie 6 dann eben, die stehen unabhängig von Materie, die stehen über der Materie. Bleiben wir bei der Linie 3, da geht es eben darum, dass man jetzt nicht nur Reserven hat, sondern eben ein kalkuliertes Risiko auch mit dazu eingeht. Bei der Linie 4 haben wir in 64-KISS Darstellung wohltätig teilen. Das heißt, hier braucht man genügend Ressourcen, um diese auch teilen zu können. Bei der Linie 5 geht es um Sammlung vermehrend, beziehungsweise eben, ich habe geschrieben, ausreichend Ressourcen haben. Und es geht auch darum, immer wieder neue Ideen zu haben und Neues auszuprobieren und auch neue Erfahrungen zu sammeln. Also es geht nicht nur um Geld, es geht um Ressourcen. Das heißt, ich lebe es zum Beispiel eben aus, indem ich immer wieder was Neues lerne, was Neues ausprobiere. Also bei mir geht es auch viel um Erfahrung und um eben Lernerfahrungen zu sammeln. Und Linie 6 ist dann eben unabhängig von Materie beziehungsweise eben Lebenskünstler. Das heißt, Lebenskünstler, denen sind die Ressourcen eigentlich jetzt nicht wichtig, sondern wenn Geld reinkommt, gibt es wieder aus.
Und wenn er keins hat, dann bekommt er irgendwoher wieder eins. Also die stehen dann über der Materie, für die ist dann eben Geld nicht mehr das Thema, sondern die leben einfach ihr Leben glücklich und zufrieden. Und wenn sie genug haben, dann haben sie genug. Und wenn sie mal weniger haben, haben sie eben weniger. Also diese, was man so langläufig eben als Lebenskünstler bezeichnet. Du siehst, es wird immer, immer lockerer, flockiger. Das heißt, solide ist eben wirklich, da braucht man eine gewisse Basis, um sich auch wohlzufühlen. Also jetzt nicht nur wirklich erfolgreich, Prosperität, sondern auch, um sich selbst wohlzufühlen. Also Linie 1 eben nochmals solide, dann Linie 2 mit den Ressourcen anderer, bei 3 dann eventuell eigene Risiken eingehen, bei 4 dann auch teilen können, bei 5 Ressourcen ansammeln. Also da jetzt speziell wirklich nicht nur auf Geld bezogen oder auf Besitztümer, sondern auch auf Erfahrungen. Und Lebenskünstler ist eben ein Lebenskünstler. Noch eins, bevor dann die eigentlichen Videos demnächst starten. Es gibt jetzt nicht das eine Tor, den einen Kanal oder das eine Zentrum, welches dich auf magische Weise jetzt reich und berühmt macht und schon gar nicht über Nacht, ohne irgendetwas dafür zu tun. Also das ist etwas, was jetzt zwar momentan gang und gäbe ist, dass jeder nur danach strebt, von heute auf morgen oder von gleich auf jetzt da Geld zu verdienen, ohne wirklich irgendeinen Background, ohne irgendetwas zu können, zu wissen, einfach irgendwas tun, was eben ein anderer ihm sagt oder eine andere ihm sagt, ohne jetzt da was Individuelles draus zu machen. Und das ist eben das, was mir immer wieder auffällt und wo ich eben immer wieder auch sage, bitte, es wird individueller werden müssen und du musst auch deinen Weg finden. Es nutzt nichts, irgendjemanden zu duplizieren in einem Netzwerk, sondern du musst es auf deine Art und Weise machen. Wir sind alle dazu aufgerufen, wirklich individueller zu werden, aber trotzdem für die Gemeinschaft etwas zu tun. Und was ich dir in den nächsten Videos zeige, sind eben eventuelle alternative Herangehensweisen. Es sind keine allgemeingültigen Erkenntnisse, sondern Vorschläge und Denkanstöße. Und worum wird es jetzt dann gehen? Ich möchte in den nächsten Videos dann eben dir mal, also im nächsten Video wird es dann um die Typen gehen, um die 5 Typen. Im Prinzip geht es um Struktur, nicht um Struktur, um Strategie. Die Strategie der Typen betrachtet aus Blickwinkel von Business. Und zu sagen, okay, warum funktioniert das für diesen Typ jetzt wahrscheinlich nicht so gut, als wie wenn ich jetzt eben der Strategie entsprechend reagiere oder eben wie auch immer. Das heißt, was schon fix steht, sind die Typen, die Profile, der Zustand der Zentren, also speziell eben offene Zentren, definierte Zentren, dann Splits und noch einiges mehr. Also das sind die, wo ich schon angefangen habe, sie zu machen, jetzt die Folien vorzubereiten, aber da kommt sicher noch einiges mehr. Und ich möchte dir anhand dieser Details eben einen ersten Eindruck vermitteln, worauf du achten solltest, wenn du dir dein eigenes Business aufbauen möchtest, aber auch, wenn du dir nur dein Leben erleichtern möchtest. Weil es ist eben so, wenn du deiner Veranlagung entsprechend agierst oder eben reagierst, wenn du sakral definiert bist, dann ist dein Leben leichter, als wie wenn du genau dagegen arbeitest. Und ja, es gilt für alle Bereiche des Lebens. Für heute mal herzlichen Dank. Ich freue mich über einen Daumen hoch, über ein Abo des Kanals und Glocke einschalten. Wenn du Fragen hast, einfach in den Kommentaren und wir sehen uns demnächst wieder. Ciao, Baba, bis bald.